So, dann herzlich willkommen zur ersten Nachtsendung, Nachtbeschau von JFD Brokers. Heute hatten wir einen sehr regen Handel und ja, eine kleine böse Überraschung halt zu Jahresbeginn hatte der DAX auf Lager. Aber nach dem kurzen Hinweis auf den Risikohinweis schauen wir dann eben gleich den DAX an. Und der konnte, als ich zuletzt auf die Sendung ging, stand er an der 10.400er Marke um 10 Uhr rum. Und da hieß es noch, dass möglicherweise hier kleine Aufwärtsbewegung stattfinden konnte. Die würde aber schon bei rund 10.421 dann beendet und dass wir noch neue Lows sehen. Das folgte auch dann und kurz vor Xetra-Handelsschluss konnte hier auf Stundenbasis ein kleiner Hammer ausgebildet werden. Wirklich ein astreiner, lehrbuchhafter Hammer. Knapp oberhalb dieses Gaps, was eingezeichnet war, das Gelbe. Das war sozusagen dann der Handelsverlauf auf Xetra-Basis im der Wochenchart. Da wurde eben noch auf die Wolkenunterkante als Unterstützung eingegangen. Dieses bislang hat jetzt hier innerhalb der Woche noch, war ja aus der erste Handelstag, hielt noch nicht. Und auch das hier, das letzte Tief bei 10.300 Punkten, nicht das letzte, sondern hier was relativ auch für mich noch entscheidendes war, weil es hier mehrere Auflagepunkte gab, wurde auch jetzt temporär jetzt unterschritten. Denn nachbörslich stehen wir schon wieder rund 100 Punkte eben höher und da stehen wir etwa an der Gap-Kante wieder. Also hier kann das auch wieder ein Fehlausbruch sein. Auf Tagesbasis konnte hier exakt, nahezu exakt eben die Wolkenunterkante angelaufen werden. Also hier ist auch noch. Und gerade hier ist noch alles im Lot an Unterstützungen und keinem wirklich großen Ausreißer noch. Ja. Und das Bild hat sich eben dadurch eben aufgehellt, weil der Dow Jones Index in den letzten 30 Minuten eine wahnsinnige weiße Kerze hingezaubert hat, die rund 150 Punkte lang war und hat eben dadurch ja, den Tagesverlauf etwas auf den Kopf gestellt. Ob das jetzt hier nur eine Korrekturbewegung auf die Verluste ist, muss man eben abwarten, aber auf diese Kerze kann man schon aufbauen, denn hier im auf Tagesbasis sieht man eben nur leicht hier den Trendkanal, der wurde eben hier temporär unterschritten. Also jeder Schlusskurs unter 17.060 Punkten wäre definitiv negativ. Auch jeder Schlusskurs unter 17.100 würde wahrscheinlich zu weiteren Verkäufen führen. Hier ist, das ist ein altes Chartbild, beziehungsweise halt von Gotmo Trader, von der Wochenanalyse, da war für mich auch immer fest, konnte ich immer feststellen, erst hier drüber wäre ein Befreiungsschlag vollzogen worden und dieses Level ist nicht erreicht worden. Im Gegensatz dazu lief im Nasdaq, da hätte ich noch nach diesem Ausbruch hier etwas mehr steigende Kurse erwartet, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, als hier das Gap noch offen war. Aber hier sieht man auch, wie steil und wie schnell der Abverkauf vonstatten ging. Noch am 29.12. standen wir bei 4.700 Punkte und heute im Tief bei 4.440 Punkten. Aber wenn man hier sieht, das Riesengap ist natürlich noch offen. Das war ein 100-Punkte-Gap, mehr als 100-Punkte-Gap. Aber schaltet man hier eben
in den Tageschart rüber, sieht man das hier an der 200-Tage-Linie im Tageschart, der Kurs Halt gefunden hatte und eben einen Hammer dann ausgebildet hat. Hier zählt etwa das gleiche, ein Tagesschlusskurs unter 4.450 Punkten wäre definitiv negativ und bärisch zu werten. Hier sollte man jetzt ja nach guten Setups, nach US-Aktien Ausschau halten und hier eventuell dann long gehen. Ein Wert, den habe ich schon am Wochenende auserkoren, lief aber dann höchstwahrscheinlich. Ich muss eben selber kurz schauen, wie jetzt die Apple-Aktie lief. Für mich, da gab es dann gutes Unterstützungslevel. Ja, also der Chart, den habe ich noch an Silvester gemacht. Und man sieht, dass auf Schlusskursbasis hatte ich hier für mich persönlich erstmal, das habe ich noch nirgends veröffentlicht, bei 102,83 US-Dollar wäre hier jetzt mein Stopp gewesen. Man sieht, dass das temporär unterschritten worden wäre, aber das wäre eh nur auf Schlusskursbasis. Und hier liegt für mich jetzt absolut die Apple ja, auf Kaufniveau bzw. ein Pullback-Niveau bis 112, rund 112 US-Dollar. Solange eben diese Marke hier hält, also kleinere Rücksetzer sind natürlich drin. Und da werde ich nach einem schönen Einstieg suchen. Das war's zunächst. Morgen werde ich dann zwischen 8 und 9 entweder ein kurzes Video nochmal veröffentlichen oder dann im Stream und im Chat kurz die Lage beschreiben, denn man muss auf den Nikkei und auf den Hang Seng jetzt mehr Beachtung schenken, diesen beiden Indexe. Danke und bis morgen.